Einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Willkommen zum nächsten Apex Legends Mobile Video. Die Perks für Bangalore sind am Start. Da sind auch ein paar richtig interessante Dinger dabei und etwas, über was ich mich sehr, sehr wundere, werdet ihr gleich feststellen. Wir gehen in den Skilltree, fangen direkt an Laufen und Ballern. Während du sprintest, erhöht sich dein Nachladetempo. Erster Perk, wir wissen mittlerweile alle, 100 Schaden bei einem Finisher auf dein Evo-Schild zum Hochpimpen. Wir haben eine Bangalore-Meisterschaftsplakette, Rauchschirm. Du kannst während eines Knockdowns, wenn du genockt bist, weiterhin den Rauchwerfer benutzen. Das finde ich stark. Das ist eine richtig geile Fähigkeit. Absolut genial. Verstehen, erhalten. Also nach wie vor, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Perk-System? Würdet ihr es euch für die Standardversion für Konsolen und PC wünschen? Ich würde es einfach feiern. Ich würde es geil finden. Auch wenn nicht jeder davon Fan ist. Abmarsch, nächster Perk. Das Betreten von Rauch aktiviert Laufschritt. Das dürfte der Laufschritt sein, wenn wir von gegnerischen unter gegnerischem Beschuss sind, läuft Bangalore schneller. Also denke ich, dass du das selber provozieren kannst, indem du einfach dich mit Smoke umhüllst und läufst dann schneller. Starker Perk, könnte ich mir vorstellen, weil du läufst eine Weile schneller. Nächster Perk, taktischer Vorteil, der Einsatz deines Finishers lädt deine taktische Fähigkeit wieder auf. Dann haben wir wieder ein Apex Pack. Wir haben Siegesbeute. Achso, habe ich den Gruß, wäre der E-Mod. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich den gezeigt habe. Siegesbeute. Erhalte nach einem Finisher eine bessere Anpassung für eine deiner Waffen. Kannt mir schon von Lifeline, heißt aus einer Lootbin, logischerweise. Überraschungsmoment. Die Schritte deiner Squads sind leiser, wenn ihr von Rauch umhüllt seid. Und hier steht nicht, ob es der eigene Rauch oder der Smoke von Gegnern sein kann. Dann haben wir Grid Iron Schleier. Erhöhe die Zahl der von Rauchwerfern abgefeuerten Rauchbehälter. Grid Iron Schleier. Erhöhe die Zahl der vom Rauchwerfer abgefeuerten Rauchbehälter von 3 auf 4. Merkt ihr, warum ich gerade so fragend frage? Das waren doch immer 2. Oder war das in Apex Legends ganz am Anfang mal 3? Ich kann mich nicht erinnern, aber in den Vollstandardversionen für Konsole und Co. sind es 2 Behälter. Wir können dann 4 Smokes rausballern. Das ist stark. Das ist absolut stark. Nächstes Emote, gute Laune. Und letzter Perk, Nebel des Krieges. Du siehst Gegner im Rauch, wenn du über Visier zielst. Also wenn du ins Aim gehst, siehst du die Gegner im Smoke. Ich gehe natürlich davon aus, dass es wie so ein goldenes Tracker-Visier funktioniert. Du musst es im Aim haben und nicht, dass du die im gesamten Smoke siehst. Wenn du es im gesamten Smoke sehen würdest, ohne dass du direkt auf den Gegner zielen musst, dann wäre das natürlich eine echt fast schon overpowerte Geschichte. Müsste man mal testen, freischalten, zocken, um zu gucken. Aber das ist ein langer Weg bis dort runter, bis wir genug Perk-Tokens haben. Das war's von mir, Ladies and Gentlemen, und den Perks von Bangalore. Bis zum nächsten Mal, da rein, ciao.